Denken Sie da, was ich denke? Ja, ich habe ein Rezept. Gott, ich liebe Kalifornien. Man spaziert in einen Laden und kauft sich sein Gras. Man muss sich nicht mehr ins Valley schleppen und seinen Hintern für ein Tütchen voll Stängel und Samen verkaufen. Ich gebe Ihnen gern was ab. Nein, nein, nicht bei der Arbeit. Alles klar. So, ich habe Feierabend. Mann, hätte ich gewusst, dass Sie Gras rauchen, hätte ich mich bestimmt nicht 8 Jahre lang unter Ihrem Sonnendeck zugedröhnt. Natürlich nur während meiner Pausen. Ehrlich gesagt fasse ich das Zeug zum ersten Mal seit einem ZZ Top-Konzert 92 an. Ich war so stoned, dass ich versucht habe, durch ein Dixie-Klo nach Haus zu tunneln. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Der Pott ist heutzutage viel stärker. Wie finden Sie ihn? Ich habe auf einem Motorrad bessere Joints gerollt, während ich meinem Freund eine Kugel aus dem Schulterblatt geholt habe. Also schön. Sie sind dran. Hoffentlich kann ich damit ein bisschen schlafen. Ich halte nicht noch eine Nacht durch, in der ich durchs Haus wandere und an Chelsea denke. Ja, ja, buhu. Verbrennen wir den bösen Jungen hier. Nochmal, nochmal. Nein, nein, oh, bitte, machen Sie es nochmal. Also gut, noch einmal. Okay. Polizei! Brauche keine Dienstmarke in Mexiko! Okay, okay, ich habe auch noch einen. Wir werden ihm ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann. Dann muss er mir seine Fritten geben. Oh, gute Idee. Wo wollen Sie denn hin? Na, zum Pier. Ich will uns ein paar Fritten holen. Stopp, 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 stopp. Was ist? Ich liebe Sie, Bertha. Ich liebe Sie auch, Charlie. Schenken Sie mir $1,000. Wieso denn? Wenn Sie da erst fragen müssen, lieben Sie mich nicht wirklich. Oh, und Brezeln! Bringen Sie Brezeln mit! Brezelitos! Wir Mexikanos brauchen keinen Brezelitos! Oh Mann, habe ich ein Glück, dass diese Frau in meinem Leben ist. Du hattest.